Und damit herzlich willkommen, Hundi, steh auf, zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Fable 3. In der letzten Aufnahme haben wir ja unsere geliebte Elise. Ja, Hund, fang an zu suchen. Haben wir ja unsere geliebte Elise wieder gesehen und ihr gesagt, sie soll diesen elenden Lasthof verlassen, weil sie ganz allein uns gehören und nur wir ein Anrecht auf sie haben. Die Besitzurkunden hatten wir leider nicht dabei, aber das kommt später wahrscheinlich auch noch. Aber das ist ja nicht allzu lange her, deswegen muss ich da hoffentlich nicht allzu viel wiederholen, was da alles passiert ist. Sondern wir widmen uns das liebe Mal den aktuellen Situationen, also den Quests. Weil wir in der letzten Aufnahme wirklich sehr viel auch mit Immobilien und so zu tun hatten. Auch mit der Liste und da nicht wirklich vorangekommen sind. Deswegen würde ich heute wirklich ein paar Quests durchziehen, sodass wir dann bald mit der Hauptquest weitermachen können. Ne, und dann machen wir es so, wir machen heute ein paar Quests. Dass wir alle durchkriegen, glaube ich nicht, aber dann in der nächsten Aufnahme machen wir dann, laufen wir die restlichen Gebiete ab für die Zwerge und Silberschlüssel und so. Beziehungsweise, wenn welche mit Quests verbunden sind, was wahrscheinlich der Fall ist, dass wir die dann uns eventuell für dann aufheben oder so. Und dann können wir eventuell schon in der Hauptquest weitermachen. Dazu gucken wir jetzt einfach mal auf die Questliste. Das ist ja, wie man sieht, ein kleines bisschen was zu tun. Bis auf hier irgendwie drei oder so. Also die Hauptquest kommt weg. Zwerge sind böse, kommt weg. Die Feder ist mächtiger. Kommt auch weg, weil es ja diese ganzen Sammelquests sind, beziehungsweise hier die Hauptquest. Da können wir jetzt ja nicht unbedingt weitermachen, weil wir ja auch nicht in alle Gebiete können und bla bla bla. Jetzt muss ich nun mal wieder hier geschwind meine Liste vorkrusteln. Die mal wieder unter Bergen von Zeug liegt. Okay, sind eigentlich nur zwei Sachen. So, Liste ist in der Hand. Jetzt muss ich das Zeug nur noch wieder zurücklegen. Könnte ich mich ja auch mal irgendwie besser darauf vorbereiten. Das zum Beispiel schon mal vorher weglegen oder so. Aber na gut. Jetzt ist nämlich die Frage, sind Quests dabei, die uns zu weiteren Schlüsseln und so führen? Weil das wäre unter Umständen ziemlich wichtig zu wissen. Deswegen gucken wir einfach mal ganz kurz durch. Hätte ich auch vorher machen sollen eigentlich. Aber das ist jetzt ja auch nicht so wichtig. Geht ja schnell. Hier in Silverpines zum Beispiel brauchen wir keine Quest. Im Mistpeak-Tal eventuell, da muss ich mal geschwind schauen. Ach, das war doch irgendwie, dass wir das jetzt alles später machen können oder so. Weil wir die bestimmten Quests zum Beispiel erst später bekommen. Das sind ja alles so lange Absätze, dass es natürlich schwierig ist, das einigermaßen schnell zu überfliegen. Vor allem, wenn man dabei noch irgendwas redet. Aber das sieht eigentlich recht gut aus. Eingang in der Station in Millfields. Ja, das ist ja nicht mit der Quest verbunden eigentlich. Da war doch... Moment mal, Mistpeak-Tal. Das war doch... Das, wo man... Ja, ja, da kommt man erst später hin. Mit der Quest, die wir jetzt noch nicht haben. Da brauchen wir noch einen Silberschlüssel? Oder nee, warte, war die Quest... Nee, die Quest war in Millfields. Das hier... braucht... den Eingang der Station in Millfields. Ja, das hat ja nichts mit der Quest zu tun. Was ist denn da das Problem jetzt schon wieder? Morningwood, das sieht eigentlich... Morningwood, das sieht ja eigentlich recht gut aus. Wo ist denn das hier? Ja, das ist ja schon fertig da. Ich mach da mal geschwind noch so einen Kringel drum, so bei den anderen Gebieten, wo das schon alles ist, was wir haben. Deswegen, ich wundere mich gerade, warum das jetzt nicht so angezeigt wird. So, alles für die Übersicht. Ja, und wieder den Stift zu machen, natürlich. Geht gleich weiter, keine Sorge.
Bowerstone Industriegebiet, das ist. Bowerstone Industriegebiet. Da fehlt noch ein Silberschlüssel. Ah ja, genau, da kommen wir erst später hin. Altes Viertel in Bowerstone. Ja, da waren wir anscheinend noch gar nicht. Brauchen wir dafür eine Quest? Nein, Schloss Bowerstone. Da haben wir auch nur einen Silberschlüssel bisher. Das sieht auch alles nicht nach Quest aus. Gut, das kommt erst später. Also lese ich jetzt nicht vor. Weil ich ja nicht spoilern will. Bowerstone Markt wäre das nächste. Da fehlt auch nur noch ein Silberschlüssel. Genau, akzeptiert den Quest Schuld und Sühne. Haben wir die. Die Schuld. Bowerstone Markt. Das ist wahrscheinlich nicht damit gemeint. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie die Questnamen schon richtig abschreiben können. Also die Quest haben wir noch nicht. Millfields. Da werden wir auf jeden Fall nicht alles bekommen können, weil wir die eine Quest zum Beispiel erst viel später bekommen. Da waren wir auch fast noch gar nicht. Ich gehe jetzt echt nur nach den Quests. Weil wir ja Quests machen wollen und wahrscheinlich hier schon 10 Minuten dranhängen. Bla. Das ist alles Laufzeug. Und die einzige Quest, die kriegen wir erst spät. Da kommen wir auch erst später hin. Da auch. Ja, perfekt. Oh. Ja, also Schlüssel und Zwerge brauchen wir, also können wir im Moment nicht weitermachen, weil wir es nur die mit Quests erreichbar sind, nehmen. Allerdings gibt es auch noch die Bücher. Da habe ich ja gar nicht drauf geguckt. Ja, die Bücher sind echt schlimm. Da müssen wir wahrscheinlich echt ein bisschen später gucken. Solange, also bei denen, die halt mit der Quest zusammenhängen, wenn wir das schon gemacht haben und einem vorbeigelaufen sind, wäre nicht so toll. Deswegen gucke ich da auch nochmal geschwind durch. Bla bla. Das andere haben wir. Bowerstone Markt. Hat nichts mit der Quest zu tun. Bowerstone, altes Viertel. Nix mit Quest. Brightwall. Nein. Nein. Aha. Dafür brauchen wir eine Quest. Kann natürlich auch sein, dass wir die schon längst abgeschlossen haben. Das weiß ich ja nicht. Wie heißt die? Ein alter geheimer Schlüssel. Ich glaube, die haben wir nicht. Wahrscheinlich haben wir sie schon abgeschlossen. Das weiß ich nicht. Müsst ihr mir halt sagen. Millfields. Das kriegen wir auch erst später. Die Quest haben wir schon, also das Buch. Da brauchen wir keine Quest, das kommen wir später. Das auch nicht, Morningwood. Ah, Mensch, das dauert mir viel zu lange, ich will eigentlich schon längst anfangen. Also, das könnt ihr ruhig überspringen, bis es losgeht, kein Thema. Keine Quest. Keine Quest, das kommen wir später. Keine Quest. Und das ist sowieso ein Ding. Und die Schlüssel haben also die goldenen Schlüssel haben nichts mit der Quest zu tun. Gut. Das hat jetzt ja ewig gedauert, aber wenigstens wissen wir, dass wir jetzt die Quests ungehindert machen können. Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal bei den ganz kleinen an, oder wie? Und dann arbeiten wir zu den großen vor. Ja, warum nicht? Seltener Bräuche im Mistpeak-Tal. Begleitet einen fahrenden Händler nach Brightwall. Ja, das wird ja nicht allzu schwierig sein. Reisen wir direkt mal hin. Ich gehe einfach mal davon aus, wir müssen hinter dem herlaufen. Oder ihn an der Hand nehmen und dann
kommen da halt ein paar Gegner. Bist du das? Ich bin ein fahrender Händler, der nach Brightwall möchte. Aha. Aber auf dem Weg lauern viele plündernde Söldner. Sie werden sicher versuchen, mich zu überfallen und zu töten. Oder umgekehrt. Auf die Reihenfolge kommt es nicht an. Ihr seht ziemlich zäh aus. Begleitet ihr mich? Ich werde euch dafür entlohnen, sobald wir sicher in Brightwall sind. Aber natürlich, mach mal. Wir sind ja so eine Hure und nehmen ihr alles an. Ihr nehmt mich mit? Vielen Dank! Ich werde mich sicher erkenntlich zeigen. Ja, das will ich hoffen. Ansonsten muss ich dich leider hinterrücks ermorden und dein Geld einfach so mitnehmen. Ja, jetzt sei mal nicht so ungeduldig, Junge. Am besten, ich schlag vor, wir beide halten die Klappe und laufen Händchen. Immer war ich ein fahrender Händler. Genau wie meine Mutter. Händchen halten neben. Kann nicht sagen, wer mein Vater war. Nebeneinander her. Meine Mutter übrigens auch nicht. Hundi? Ach, da hinten, hinter dem Stein hat er sich verkrochen. Wie soll man den denn dann erkennen? So, lass mal los. Ich muss ein bisschen ausgraben. Ein bisschen Grabplünderung betreiben, obwohl ja kein Grab in der Nähe ist. Aber vielleicht, wer weiß, da drunter ist eventuell ein Grab, ne? Deswegen kann man ja sich nicht so sicher sein. Sicher ist irgendwann mal jemand da gestorben. Vielleicht eine Ameise oder sowas. Von dem her, wir können ja eigentlich auch mal ein bisschen rennen auf dem Weg. Dumm. Wir werden bestimmt von Banditen angegriffen. Die Söldner, sie wollen mich töten. Ja, komm, wir rennen einfach durch. Die paar Gildensiegel, so die wir da bekommen würden. Ich kaufe Ware an einem Ort und verkaufe sie an einem anderen. Wir kriegen durch das Abschließen der Quest sowieso mehr. In der kurzen Zeit. Es sei denn, es greifen vielleicht irgendwie ein paar Wölfe an. Die Haltet sind ja... Söldnern oder Banditenausschau. Meistens gibt es mehr, als man erwartet hat. Die sind ja recht schnell abgeschlachtet. Aber wenn so Balverine kommen würden oder so, ich weiß nicht. Da wegzurennen ist natürlich auch nicht ganz einfach. Lauf, 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 Junge. Einfach weiterlaufen. Ich habe mal ein Buch von Dan's Moria gelesen. Aha. Aber das war einfach großer Schwachsinn. Wer ist denn Dan's Moria? Lauf! Lauf, Billy! Lauf! Gut, weiter. Und da vorne ist schon Brightwall. Ja. Das war's, oder? Also nach diesem Ladebalken bzw. Speicherscreen. War's das? Nein, du musst natürlich in die Stadt rein. Als ob du den Weg nicht alleine gehen würdest. Jetzt lass bitte meine Hand los, es geht ja so nicht. Eines Tages möchte ich ein Geschäft eröffnen. Ich würde es Billys bizarrer Bazar nennen. Ich brauche nur ein paar außergewöhnliche... Ich liebe das Leben als reisender Händler. Vielleicht, weil man ständig verreist. Und weil man handelt. Oh, und was für außergewöhnliche Dinge brauchst du? Wahrscheinlich irgendwelche außergewöhnlichen Sachen. Was für eine Alliteration nochmal wieder. Billys bizarre... Bazarwaren oder so. Vielen Dank. Das ist für euch. Oh, und kommt wieder, wenn ich meinen Stand aufgebaut habe. Dann mache ich euch einen guten Preis. Danke. Ihr seid sicher in Brightwall angekommen. Und was noch besser ist, der Mann, den ihr begleitet, ist nicht gestorben. Wow! Er wird euch aus Dankbarkeit sicher Rabatt gewähren. Kriegt ihr jetzt einen Stand? Billy, den Namen sollten wir jetzt einfach mal merken. Vielleicht verfolgen wir den einfach mal. Der geht in die Kneipe, alles klar. Ja, der geht in die Kneipe. Den müssen wir jetzt nicht unbedingt verfolgen. Ich krieg wahrscheinlich auch keinen Stand und deswegen kriegen wir auch keinen Rabatt.